12. O oh, du Fröhliche, o oh, du Selige, jetzt brennt der Weihnachtsbaum. VR-Brille, total echt. René Pöbst, ich sehe hier Weihnachtsbaum, der brennt. Wieso? Es soll einfach zeigen, was passieren kann, wenn man Kerzen anzündet und schnell in die Küche geht und schaut, ob der Weihnachtsbrot schon parat ist. Das ist natürlich bei den AXA-Versicherungen jetzt. Habt ihr das in so einer speziellen Christbaumversicherung drin? Nicht, oder nicht mehr ausrotieren, oder? Das ist so. Es ist natürlich jeder Hausrot versichert. So ein Wohnungsbrand, der nie schön ist, natürlich. Vor allem in der Zeit noch. Aber wir hoffen, dass wir da mit dieser kleinen Aktion das kann ein bisschen, die Leute sensibilisieren können zu der ganzen Geschichte. Wie ist so die Resonanz der Leute, die vorbeikommen? Versicherung ist meistens immer ein trocken. Das ist noch schwierig, dass man es überbringt an einem Stand, oder? Das ist so. Aber es geht, glaube ich, heute auch ein bisschen um das, dass wir uns zeigen können. Wir sind seit über 40 Jahren in Ebiken und wir kennen die Leute. Wir können ein bisschen feine Äpfel vom Stirn mal von Buri abgeben. Und das schätzen die Leute. Was fragen Sie am meisten? Es sind kleine Sachen. Eben, sei das auch Autoversicherung oder jetzt auch, wir sind noch im Gesundheitsbereich, in Gesundheitsversicherung. Es ist natürlich jetzt ein heisser Herbst, oder? Krankenkassenwechsel und Zeug. Das sind so die Hauptthemen, die wir hier hatten. Gibt es neue Produkte auf dem Versicherungsmarkt? Gibt es natürlich, ganz klar. Jetzt läuft gerade der Spot noch hinten. Handyersatz in der 48 Stunden. Das ist natürlich das Klassische zur Zeit, wo extrem läuft. Auch, oder? Jedem ist das Handy runtergefallen. Und wenn man in einer 48 Stunden Ersatz hat, ist man happy. Man kann ja nicht mehr noch in diesem Teil sein. Perfekt, merci vielmals. Danke dir. Danke vielmals. Soweit von der AXA-Versicherung hier von der Rondal Expo Plus.